Okay, Systemschlüssel, Herstellungskomponente für einmal. Was war das? Für einmal irgendwas? Eieieiei. Leer. Den können wir auch nicht hacken. Meine Fresse, was kommen denn hier so viel die Bullerei an? Meine Güte. Wow, 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 wow. So, Konto wird 220 ausgeraubt, mal eben ganz flugs beim Rennen. So muss das sein. Na, die haben uns jetzt hier irgendwie am Arsch, so ein bisschen. So, den können wir auch hacken. Zack. $240 geklaut. Auch mal ebenso wieder aus der Tasche. Oh, ein Geldautomat. Oh, 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 oh. Können wir hier schnell was mitnehmen? Mal eben ganz fix gucken. Was ist denn drauf? $460. Na, das hat sich doch einigermaßen gelohnt. Oh. Einsteigen. Wollen wir einsteigen? Sieht eigentlich nach einem schönen Wagen aus. So, wie man ein Fahrzeug steuert. RT, Beschleunigung, Bremsen, Rückwärtsgang, Handbremse nach hinten umsehen, Kamera wechseln. Okay, alles klar. So, jetzt müssen wir erstmal irgendwie zusehen, dass wir der Polizei entkommen hier. So, okay, jetzt dürfen wir wieder unsere Fahrkünste hier preisgeben, die nicht so gut sein sollten. Ah, das erinnert jetzt schon sehr stark an GTA. Ach, diesen grauen Kreis sollen wir verlassen. Was ist das, eine Straßensperre? Oh mein Goodness. Okay, fahren wir einfach mal vorbei in der Hoffnung, dass sie uns nicht folgen irgendwie. Oh Gott, jetzt sind sie unterwegs. Jetzt sind sie an uns dran. Eieieiei. Irgendwie müssen wir jetzt entkommen hier. Ja, der Fahrstil, der ähnelt jetzt wirklich schon sehr GTA. So vom Handling her. Finde ich ganz nice. Also ein GTA in der Moderne. Ja, was heißt in der Moderne? GTA an sich ist ja auch sehr modern. So, entkommen sie den Cops. Ah, okay. Okay. Gesamt-XP. Folter. Okay. Ja, gib ihm mal ein paar Tage, der wird sich schon. Karten und GPS jederzeit möglich. Drücken Sie, um die Weltkarte zu öffnen. Drücken Sie dann auf A, um eine GPS-Markierung zu setzen. Ihr Missionsziel wird in der oberen linken Ecke der Karte angezeigt. Sie können per Schnellreise zu einem beliebigen Versteck reisen. Gucken wir mal fix auf die Weltkarte, wie die aussieht. Am Ende des 8. erreichen Sie Ihr Versteck. Okay, das ist unser derzeitiges Ziel. Mal ein bisschen rauszoomen. Wie viel Platz haben wir denn hier auf der Map? Ja, ist doch einiges, was man hier bereisen kann. Oh Gott, hier unten geht es ja auch noch weiter. Ja, das ist ziemlich groß. Das ist ziemlich groß. Das heißt, hier haben wir höchstwahrscheinlich einiges zu tun. Auch wenn ich hier jetzt so fahre und an GTA zurückdenken muss, ich weiß nicht. Zack. Machen uns natürlich die Ampeln auf grün. Ich muss irgendwie gerade an Trevor denken, an Michael. Wie ist der Schwarze nochmal? Ich hab den seinen Namen vergessen. Trevor, Michael und. Ach, wie ist denn der Schwarze nochmal? Verdammt. Ich habe den Namen echt nicht mehr im Kopf. Wow! Ja klar, gleich die Karre hier zu Schrott fahren, obwohl wir die Ampeln zu unseren Gunsten auf grün geschalten haben. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja gut, man muss auch mal Pech im Leben haben. Wobei das bei mir hier in dem Spiel anscheinend öfter der Fall zu sein scheint. So, 400 Meter noch. Oh, was war denn da? Was war denn da? Alarm auslösen. Aha, Alarm auslösen. Wie sie gucken. Oh, what the fuck? Alarma, Alarma. 1, 2, 3.
Ey, alter Schwede. Wieso fahren denn die los, wenn ich für mich auf grün schalte? Was soll denn das? Ah, spitze Kurve, gut. So, da hinten scheint irgendwo unser Versteck zu sein. Bin gespannt, was für ein Versteck der hat. Ist das schon eine noblere Bude oder nicht so ganz? Das werden wir gleich rausfinden. Auf jeden Fall irgendwie versteckt hier zwischen den Gebäuden irgendwo drin da, ne? Können wir hier reinfahren? Ist hier unser Versteck? Sprengen. Warum sollten wir das jetzt sprengen? Sprengen, sprengen, sprengen. Schwachstelle gefunden. Wo ist jetzt hier unser Versteck, Mann? 20 Meter erreichen. Ach, da vorne muss es irgendwo sein. Moment, komme ich hier irgendwie von vorne? Zu meinem Versteck? Hier wahrscheinlich. Ach, Motel. Er wohnt derzeit im Motel. Ja, ganz unauffällig. Komm, wir parken mal hier. So, wie steige ich aus? Ach, mit B, okay. Schlüssel nehmen wir mit, oder? Hallo? Der will hier nicht aussteigen, oder was? Wieso will denn der da nicht aussteigen? Aua! Da oben ist doch unser Versteck, oder nicht? Im Wagen verstecken mit B. Ach, einfach Y drücken, dann steigen wir aus. Okay, gut. Ja, lassen wir die Karre halt einfach mal so stehen. Habt ihr irgendwas zu bequatschen? Irgendwas zu mitgehen lassen? Anscheinend nicht. Gut, wir gehen einfach mal ins Versteck. So, oh, hallo. Auf Warteliste für Lebertransplantation. Ach, mein Guter. Denkst du, da kommt was? Denkst du wirklich, da kommt was? Naja, hoffen wir es mal für dich. Es wollen ja nicht so sein. Oh, mit versprochener Anzahlung im Rückstand. Na gut, dann... Naja, vertrau nur dieser angeblichen Regierung. Dann wirst du noch länger auf deinen Zahlungen sitzen bleiben. Okay, hier ist unser Versteck also. Gut, im Motel wohnen wir. Wieso Jax mit S? So, wir müssen immer noch diesen Schützen finden, wenn ich das richtig verstanden habe. Hey, Ruhe da! So, erreichen Sie Versteck. Dieses Missionsziel wäre erfüllt soweit. Okay, Skillpunkt erhalten. Mit Fähigkeitenbaum öffnen. Gucken wir mal, was wir haben. Oh, hacken. Auswählen. Tore und Garagen, diese Fähigkeit wirklich für einen Punkt erwerben. Ja, müssen wir machen. So, Tore und Garagen. X halten, um Türen und Garagentore zu öffnen und zu schließen. Ah, so können wir zum Beispiel irgendwo durchfahren. Und dann uns nach hinten umsehen und eventuell wieder schließen. Naja gut, dann müssen wir ein bisschen schneller sein. Die verfügbaren Skillpunkte 5. Wir haben noch 5. Okay. Erstmal husten. Brücken, Punkte kosten. Ein, halten und städtische Brücken zu öffnen. Das hat alles mit Verkehr zu tun. Poller, Punkte kosten.
sind auch sehr geil. So, was haben wir hier? Hacken Versorgungspunkte halten, um Leitungen zu überladen und Explosionen auszuladen. Ah, verstehe. Kann man Zeitlupe machen? Hochbahnsteuerung, Punktekosten eindrücken und die Hochbahn zu starten oder zu stoppen. Gegnerkommunikation stören. Zusatzakku, Punktekosten, fügt ein extra Energiefeld hinzu. Achso, wir müssen auch auf unseren Akku achten. Geldautomaten, Hackboost, erhöht die Geldmenge, die man durch das Hacken von Bankkonten am Geldautomat. Das kostet aber gleich 3. Dann machen wir mal einen Zusatz, Zusatzakku. Denke ich, könnte nicht verkehrt sein. Dann, ja, die Poller nehmen wir mal noch mit. Die Poller und die Brücken am besten und, ja, Hochbahnsteuerung halt. Und für alles andere brauchen wir schon ein bisschen mehr Skillpunkte. Ach, hier gibt es noch mehr. Verfügbare Skillpunkte einer. Kampf gibt es natürlich auch. Jetzt habe ich natürlich alles in Hacken hier investiert. Dammit. Fahren. Na gut, Punktekosten 1 schaltet automatisch den Fahrzeugalarm ab und öffnet die Türen. Aha. Defensive Fahrradarbeit. Okay. Das haben wir aber schon, oder? Haben wir noch nicht? Nee, noch nicht. Hergestelltes. Oh, wow, wow, wow. Ein einfaches elektronisches Gerät. Was ist das? Gemcoms. Punktekosten 1. Sehr populäre App. Telefongespräche zu unterbrechen ist nur der Anfang. Bringt auch die Cops zum Schweigen. Ja, sehr beliebt, wirklich. Splittergranate. Cool. Können wir auch herstellen. Kampf. Ja, vielleicht ist Kampf erstmal ganz gut. Fokus. R drücken, um den Fokus zu aktivieren und die Wahrnehmung der Zeit zu verlangsamen. Fokus kann eingesetzt werden, um beim Fahren effektiver zu hacken. Das ist ganz praktisch. Was ist das? Verringert den Rückstoß beim... Nö, ich nehme mal den Fokus mit. R drücken, das ist der Analogstick, ne? Okay, oh ja, hier gibt es viele Fähigkeiten. Schöner, schöner Baum. Okay. Akt 1 am Ende des 8. Mit CTOS verbunden. CTOS verbunden, so sage ich es mal. Erhalten XP plus 100, gehen Sie schlafen. Och. Ruhen Sie sich in Ihren Verstecken aus. Wenn Sie sich ausruhen, ändert sich die Tageszeit. Ihr Fokus wird aufgefüllt und Ihr Spiel wird gespeichert. Das ist gut. Ich wollte nämlich sowieso eine Aufnahmepause machen. Außerdem wird Ihre Fahndungsstufe zurückgesetzt, während laufende Missionen nicht verfügbar. Okay, das ist logisch. So, was ist das denn da? Systemschlüssel mit was? Mit zugänglich hacken? Wieso wollen wir hier unser eigenes Zuhause hacken? Wir gehen erstmal schlafen, würde ich sagen. Was ist das? Halt, was ist das? Elektronische Teile. Gut, die können wir mitnehmen, da können wir irgendwas basteln, aber wir können uns ja auch am Tag nochmal in unserer Bude umsehen. Abgefangenes Audiolog machen wir auch beim nächsten Mal. Achso, 1 Meter, 2 Meter. Ja, benutzen wir mal das Bett, oder? Was? Wecker. Oh Gott, wann wollen wir aufstehen? Kann ich überhaupt den Wecker... Ach da, hier kann ich den Wecker verstellen mit R. Ja, 6 Uhr ist eine ganz gute Zeit. Schlafen wir halt mal bis 6 Uhr morgens. Sind Frühaufsteher. Ich würde jetzt ein bisschen länger pennen, aber... Wir haben hier einiges zu erledigen. Mit seinem Sohn irgendwo hinfahren und dann kamen die Gangster wahrscheinlich, an denen er sich jetzt rächen will. Ja, so geschah's. Lena Pierce, am 4. Juni 2006 geboren und gestorben 2012, also ist sie gerade mal 6 Jahre geworden. Seine Tochter. Sick of remembering her that way. It's never a dream of her tiny face pressing the window when she knows I was coming over.
or that little wobbly dance she did. It's always the same nightmare. Immer derselbe Albtraum. Gehen Sie schlafen, verlassen Sie Ihr Hotelzimmer und das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, der hat jetzt alles gespeichert. Ich bin mal gespannt und verabschiede mich an dieser Stelle erstmal von euch. Und wir sehen uns wieder, wenn es heißt Let's Play Watch Dogs. Bis dahin und tschö mit Ö. Jetzt muss ich erstmal meine Ausstelltaste hier finden auf der Tastatur. Okay, jetzt habe ich sie. Also tschö.